Na gut, darüber reden. Was soll ich nicht noch mehr machen? Na, wenn ich sage, das gehört rausgeschnitten, schau, das ist ja nicht, mich hat gern, wenn ich was sage, muss das einen dokumentarischen Hintergrund haben. Und das, was ich dort erzählt habe, ja, das kannst du nicht beweisen. Verstehst du? Das kann man beweisen. Na, wir haben auch darüber geredet, weil ich hab mir das dann nochmal angeschaut und gedacht, scheiße, da sagst du extra, tut's das nicht rein und dann ist es drinnen. Und dann haben wir darüber diskutiert oder wir haben geredet und dann war es eigentlich, der Beweis bist du eigentlich. Ja. Du bist nämlich, es gibt da keine Beweise, weil es gibt nur ganz wenige die Leute, die das gesehen haben oder gehört haben und du bist quasi ein Augenzeuge. Oder Ohrenzeuge, weil du hast das gehört, die haben damit angegeben und wie, man weiß einfach aus anderen autobiografischen Schriften, aus Dokumentationen, Leute, die die ähnliche Situationen erfahren haben. Also es gibt ähnliche Situationen, also es gibt Berichte von Menschen aus dieser Zeit, die ähnliche Situationen erlebt haben. Und das ist jetzt nicht nur dir passiert, dass jemand vor dir das sagt. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben das diskutiert und es gab einmal eine Stelle, wo du wieder gesagt hast, du willst nicht, dass das vorkommt. Zum Schutze einer betroffenen Frau und deinen Freunden und so, kannst du dich erinnern. Und da habe ich dann gesagt, okay, das nehmen wir nicht mehr rein, weil das geht einfach nicht mehr. Aber bei dem Punkt finde ich es schon wichtig, das reinzunehmen, weil es ist tatsächlich so gewesen. Ja, dass die Nazis Folterer, Vergewaltiger waren, Mörder waren, das sollte man nicht verheimlichen und beziehungsweise das ist... Ich stehe ja dafür, man, es ist ja nicht das so, dass, muss man aber nur ich weiß nicht, ob das... sagen wir dem Publikum, ob das dort ankommt. Das geht ja, schau, ich kenne die Leute, wenn du was erzählst, sagt mir der Funklunker oder was, der hat euch gesagt, Kummel hörst, der hat erzählt. Ja, also du bist als Kommunist ja nicht mehr glaubwürdig und das ist gar nicht. Ja. Und ja, das ist alles euch lieber. Ich stehe nicht dafür, ja, weil, und eins willst du wissen, was ich sage. Nur ist 100%. Es kann einmal sein, dass ich einen Irrtum, einen Ausrutscher habe. Aber im Prinzip alles, was ich selber kontrolliere, das ist irgendwo historisch und dokumentarisch fundamentiert. Ja. Und das will ich auch so, weil ein Kommunist, der widerlegbar ist, das ist eine Katastrophe für die ganze kommunistische Bewegung. Und nur um das geht es mir.